Herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Folge von Zerstörte Minuten, das Format, das aus Müll noch mehr Müll macht. Richtig, ich höre euch schon schreien. Ja, ich höre euch schon schreien. Ich habe auch so eine Vision. Und zwar, das Ganze muss mal wirklich in so einem riesen Stadion stattfinden. Und das. Ich bin dabei, ich spare dafür. Mein Name ist Chris und du bist auf JTR Reviews gelandet. Ja, im Hintergrund, da seht ihr die wunderschöne, die ist richtig hübsch, die Laura. Wir haben euch passend zu Valentinstag abstimmen lassen, das ist jetzt knapp einen Monat her. Und Laura zerstört ein ekelhaft aussehendes Kuchenherz und einen Blumenstrauß. Grüße gehen an Blumensenf raus, der heißt wirklich so, Blumensenf, das könnt ihr auch googeln. Der mir den Strauß via Amazon, natürlich selbst gekauft, innerhalb von 24 Hours zugeschickt hat. Das war nämlich so ein spontaner Dreh, ihr habt das ja schnell gewotet, also müssen wir uns ja irgendwie behelfen. Ein Danke an dich, also jetzt der Zuschauer, für die Treue und ein riesiges Danke an die Patreon-Supporter, die diese Videos überhaupt ermöglichen. Denn da laufen so ein paar Spenden, man kann so ein paar Kosten decken, Benzin und so weiter und so fort. Deswegen checkt den Link in der Beschreibung. Und wenn du dich beteiligen willst, tu es. Wir können jeden gottverdammten Pfennig gebrauchen. Ratet mit, wie lange benötigt Laura, um diesen Schund zu zerstören? Schreibt eure Zeit in die Kommentare. Und wenn ihr Ideen habt, was wir als nächstes zerstören können, dann schreibt es ebenfalls unten in die Kommentare. Wir gehen mal rüber. Zerstörte Minuten, das Format, das aus Müll, Laura? Noch mehr Müll, Mann. Ganz genau. Heute seht ihr eine wunderschöne Valentinstagskarte. Heute ist der 15. also ein Tag später, als Special. Und wir haben hier einen Kuchen, denn ihr mögt essen. Also wer was bestellen will, Laura, zertritt dir alles. Dann schicken wir es per Post zu und einen Blumenstrauß. Habe ich recht, Laura? Mhm. Willst du den Zuschauern sagen, dass du das mit diesen Schuhen machen wirst? Ich mache das mit diesen Schuhen. Ja, zeig die Sohle mal, damit die Leute sehen, was sie für Nahrungsmittel bekommen. Guck mal genau von diesen Sohlen ab. So, mit dem Bescheid wisst. Ja, Valentinstag Special. Laura ist links neben mir. Valentinstag Special. Laura ist links neben mir. Die Nike-Teer sind verlinkt. Das Ganze hier auch. Das ist ein echter Blumenstrauß übrigens. Und wenn das alles halt Pampe und Matsche ist, ja. Dann zählt das. Ihr müsst wieder mitraten, wie lange Laura braucht für den beiden, für den Mist hier. Grüße gehen raus an Herrn Senf. Das ist dieser Blumenladen, den verlinke ich auch nochmal. Da könnt ihr richtig günstig schöne Blumensträuße bestellen. Wir haben wieder zwei Kameras. Eine läuft hier hoffentlich. Ja, klar. Nee, hier muss ich hoch. Hier, die läuft. Na, sieht man nicht so gut. Aber sie läuft auf jeden Fall. Ich blende es nämlich jetzt ein. Hat sie gerade liegen lassen? Ja, die musst du mit zerstören. Okay. Wir nehmen als Richtlinie, ihr müsst wieder mitraten und in die Kommentare, und zwar wie lange Laura braucht, und checkt die Links in der Beschreibung ab, denn da gibt es die ab 18 Seite von Laura. Oh. Ja, aber nicht so, wie ihr das versteht, sie hat einen Taucheranzug an. Alles weitere erfahrt ihr im Link. So, ja, auf los geht's los, Laura, das heißt, Die Fliegen kommen. Ja. Die musst du mit matschen. Okay. Okay, und los! So, Alter. Was ist das, Zitronenkuchen? Weiß ich nicht. Link des Zitronenkuchens ist übrigens in der Beschreibung. Ja, das ist gleich nicht mehr. Das ist kaputt, oder? Komm. Das Papier. Ja, zählt. Oh. Ja, die Köpfe sind. Das sieht aus wie leckeres Essen. Was Veganer da draußen sind. Ist das speisbar? Wisst ihr da was von? Guck mal, die schönen Blumen. Ja, die habe ich dir gestern geschenkt. Ja. Und dann meinte Laura so, ja nö, will ich nicht. Dann haben wir das Video uns überlegt. Was? Nein, das nicht. Ist ja zu viel verlangt, ne? Aber das ist aus. Das ist eigentlich schon ein gutes Trümmerfeld. Aber da fehlt noch was. Was? Die Karte, Junge. Soll ich die denn kaputt machen? Siehst du dann. Du arbeitest hier für mich. Das sind die Grüße an euch. Die werden einfach von Laura zerstört. Laura, das kannst du nicht tun. Laura. Geht nicht. Die ist doch schon fast. Huch. Liebe Grüße nochmal an den Herrn Senf. Das ist der Blumenladen, wo ich es her habe. Wenn das am längsten dauert, ne? Dann ist das am peinlichsten. Laura, was machst du denn da? Hast du denn? Ja, das zählt. Stopp. Okay, Leute. Boah, das riecht voll lecker. Das riecht nach Blumen. Ja. Nach frisch gemähtem Rasen. Ich hoffe, ihr habt mitgeraten. Stopp war gerade eben, genau. Und schön. Gut. Leute, das könnt ihr auch haben, ja. Schickt mir nur eure Blumensträuße zu. Ja, ich bin gespannt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr denkt dran. Ihr wisst, bei 100 Likes, ich mache den Jero, das ist ein YouTuber, der immer nur Videos macht, wenn er Likes bekommt. Aber die 100 erreichen wir immer. Ja. Keine macht den Jero, Leute. Ich bin nicht Fan von dem Typen. Dann gibt es das neue Video. Gibt es das neue? Ich meine, was ist heute los mit mir? Ich bin völlig verschallert.
Ja, Laura, hast du noch was an die Nachbarn, an die Zuschauer zu sagen? Bis zum nächsten Mal. Checkt die Schuhe ab. Tschüss. Ja, Leute, wer hätte gedacht, dass so ein olles Stück Kuchen und ein wunderschöner Blumenstrauß so viel aushalten können. Aber nicht mit Laura, die zerstört alles. Ja, checkt auf jeden Fall Patreon ab und hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Ideen. Daumen nach oben, ihr kennt die ganze Geschichte und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Enddarm fürs Zuschauen. Euer Chris und Team.